Hallo und herzlich willkommen zur parapsychologischen Vorlesung Nummer 16. Ja, wir sind noch im großen Gebiet der ASW, der außersinnlichen Wahrnehmung. Die Post- und Retrokognition haben wir hinter uns gebracht, die Erläuterung, die ich dort in dem Video gemacht habe, die Grundlagen sozusagen, gelten allerdings auch für ASW im engeren Sinne als auch die Präkognition. Da kann man keine anderen Thesen anwenden, weil sie halt ähnliche Sachverhalte sind. Nur die zeitliche Komponente ist eine andere, während die Post- und Retrokognition ein Blick in die Vergangenheit ist und die Präkognition ein Blick in die Zukunft ist, ASW im engeren Sinne, ein Blick in die Gegenwart, allerdings über die normale sinnliche Wahrnehmung hinaus. Das hatten wir im vorigen Video dann uns im Detail angeschaut. Und wie dort angekündigt, möchte ich zwei große Beispiele besprechen in je ein Video. Nummer 1 ist heute Luwensi Venom, besser bekannt als das Watzika Wonder, benannt nach der Stadt, in dem das stattgefunden hat. Das entsprechende Buch darüber, was es gibt, wurde auch so benannt von damaligen Doktor, der das ja untersucht hatte. Wurde auch verfilmt, hieß glaube ich The Possessed. Ist natürlich nicht sehr akkurat verfilmt, das ist keine Dokumentation in dem Sinne, sondern die Verfilmung ist halt ein typischer ja, Horror, soll also eher erschrecken. So krass, wie das da dargestellt ist, ist es nicht passiert. War allerdings auch nie so bekannt geworden, zumindest hier im Deutschraum, soweit ich weiß. Ich habe es auch nur durch Recherche mal gefunden gehabt und muss gestehen, habe mir nur den Trailer angeschaut. Kann also über den Film selbst auch nichts sagen, aber das ist nicht wichtig. Wir machen ja hier keine Filmkritik, sondern wollen uns anschauen, was hat es mit dem Fall der Luwensi Venom, den Watzika Wonder, tatsächlich auf sich. Fangen wir also an. In der kleinen Stadt in Watzika, südlich von Chicago, USA, geschah 1878 ein Ereignis, was als Watzika Wonder bezeichnet wurde. Luwensi Venom war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt und stand halt im Zentrum des Geschehens. Und laut Ärzten erkrankte sie in diesem Alter an einer mentalen Krankheit, welche folgende Symptome aufwies. Erstens Schmerzen in Brust und Bauch. Zweitens kataleptische Anfälle, also langes, unerwünschtes, regloses Beibehalten von Körperhaltungen, ähnlich einer Erstarrung, wird im Film sehr gerne verwendet, wenn man jetzt irgendwas mit Dämonen machen will, dass die betreffende Person sich halt nicht bewegt und wie ja, angewurzelt vor irgendwem oder irgendwas stehen bleibt oder in die Kamera starrt. Das ist halt kataleptischer Anfall. Drittens katatonische Trancezustände, Versteifung des gesamten Körpers in krampfhaften, unnatürlichen Positionen, ist ähnlich zweitens, allerdings schmerzhafter und umfänglicher. Und in dem Trancezustand behauptete sie, sie würde mit Engeln und Geistern sprechen. Manchmal wurde sie auch bewusstlos und sah dort Engel, Geister und auch ihren bereits verstorbenen jüngeren Bruder und Schwester. Der Zustand hielt bei ihr 6 Monate an, also war relativ lang, und ihre Familie waren keine Spiritualisten, sondern Methodisten, weshalb sie den Zustand ihrer Tochter als psychische Krankheit einstuften und daher beschlossen, sie in eine Psychiatrie einliefern zu lassen, da die Ärzte ratlos waren und keine Behandlung kannten. Sie wussten halt einfach nicht weiter, mal simpel gesprochen. Hierbei muss man allerdings einen Blick zurück in die Geschichte der Psychiatrie wenden und erwähnen, dass Psychiatrien in dieser Zeit weniger Heilanstalten waren, wie wir das heute können, und damit auch weniger der Heilung der Patienten, als eher derer Isolation von der gesunden Gesellschaft dienten, da die Medizin in puncto psychische Krankheiten halt noch nicht so weit war. Man hat die halt als ausgesonderte, seltsame Leute betrachtet und hat sie mehr oder weniger weggesperrt. Das muss man hart sagen, weil es leider auch hart war. So wäre Luwensi im Januar 1878 in eine Psychiatrie eingewiesen worden, während nicht ein anerkannter Bewohner der Stadt und Spiritualist, Arthur B. Roth, an ihre Eltern herangetreten und hätte seine Geschichte erzählt. Seine Tochter Mary, die 1847 geboren war, hatte vor einigen Jahren dieselben Symptome gezeigt, bevor sie 1865 verstorben ist. Jedoch waren ihre Fähigkeiten deutlich ausgeprägter. So konnte sie zum Beispiel trotz verbundener Augen alles sehen und auch unter Zeugen Bücher vorlesen. Mr. Roth hatte sich auch entschieden, seine Tochter in Behandlung zu geben, die wie folgt aussah. Der Aderlass. Das ist halt ein Verfahren der Blutabnahme, welches sich als fast immer wirkungslos erwies. Man ging halt früher davon aus,
zu viel Blut ist schädlich. Klingt heutzutage natürlich absolut absurd, aber das und Folgendes war halt dann Therapie, die man da deswegen gern gemacht hat. Und zwar die Blutegeltherapie. Alles mit dem Sinn, ja, Blut loszuwerden. Für Leute, die einwerfen wollen, ja, Moment, Moment. Eine Blutspende ist ja technisch gesehen auch ein Aderlass und eine Blutegeltherapie gibt es heute auch noch. Ihr habt recht. Allerdings unter anderem Sichtpunkt. Beides wird heute nicht gemacht, weil man zu viel Blut hat, sondern der Aderlass, sprich Blutabnahme, in modernen Variante gesprochen, die natürlich für die Blutspende für andere, hat mit der eigenen Gesundheit nichts zu tun. Und die Blutegeltherapie wird heutzutage natürlich verwendet, wenn sich irgendwelche Blutschwellungen ergeben, um die relativ schmerzlos abzusaugen. Aber der Grundgedanke ist halt nie zu sagen, der menschliche Körper hat zu viel Blut. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ah ja, das hatte ich gerade schon gesagt. Damals hat man geglaubt, dass zu viel Blut Krankheiten verursachen könnte, weshalb dieses vermindert werden sollte. Ist natürlich Quatsch heutzutage. Doch die Ärzte hatten Mary damals davon so überzeugt, dass sie begann, sich selbst mit einem Messer zu schneiden, um Blut zu verlieren, um so gesund zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Was aber auch noch gemacht wurde, war eine Wasserkur, also lange Zeit im Wasser einweichen lassen. Frag mich jetzt bitte nicht, warum das hätte gegen eine psychische Krankheit helfen sollen, kann ich nicht tatsächlich beantworten, kommt mir nicht in den Sinn, aber man hat das wohl damals für gut befunden. 18 Monate dauerte diese Therapie an, jedoch ohne Besserung. Im Gegenteil, Merkel versuchte sich nun nicht nur selbst wegen zu viel Blut zu verletzen, sondern wurde auch aggressiv und gewalttätig. Die Familie Roff sah nun keinen Ausweg mehr und stimmte zu, ihre Tochter Mary in eine Psychiatrie einzuweisen. Bald darauf, im Juli 1865, verstarb Mary im Alter von 18 Jahren. Aus diesem Grund war Mr. Roff fest dazu entschlossen, wenigstens Lorenzi Venom zu retten. Die Familie Venom erkannte die Ähnlichkeit der Situation und ließ sich von Mr. Roth davon abbringen, ihre Tochter in eine Psychiatrie zu geben, denn sie wollten halt natürlich nicht, dass sie dasselbe Schicksal erfährt wie Mary. Mr. Roth überzeugte die Venoms, den Spiritualisten Dr. Winchester Stevenson hinzuzuziehen, welcher begann, die einzelnen Entitäten, die von Lorenzi Besitz zu ergreifen schienen, zu dokumentieren. Die 63-jährige Katharina Hogan aus Deutschland war eines der Wesen, was sich ihr über Lorenzi sozusagen zu erkennen gab. Und das zweite war der 20-jährige Mann Willie Canning. Laut Lorenzi waren diese beiden böse und zwang sie dazu, schreckliche Dinge zu sagen, weshalb sie Angst vor den beiden hatte. Dr. Winchester Stevenson stellte eine kühne These auf. Wenn Lorenzi schon von Geistern besessen werden muss, dann wäre es die beste Alternative, einen freundlicheren zu suchen. Ist natürlich ein sehr spannender Ansatz, muss man gestehen. Schwer sich in die Situation zu versetzen, wenn ich das versuche, aus heutiger Sicht zu machen. Zu sagen, naja, wir können dir nicht helfen, also versuch dir doch mal lieber einen Begleiter zu suchen, der wenigstens angenehm ist. Ergibt natürlich irgendwo Sinn und ist definitiv die bessere als die ursprüngliche Variante. Aber trotzdem ist sehr schwer nachzuvollziehen, muss ich gestehen, als Impuls her. Nun gut, auf jeden Fall kam das Einverständnis der Familie und so setzte er Lorenzi unter Hypnose, in der Hoffnung, sie könnte einen solchen, einen guten Geist finden. Die Suche wurde neben der Familie Venom und Dr. Winchester Stevenson auch von Mr. Roth beobachtet. Unter Hypnose nannte Lorenzi diverse Namen von Verstorbenen und schließlich jenen von Mary Roth, also Mr. Roths Tochter. Freudig rief dieser aus, Mary Roth ist meine Tochter, sie ist nun seit 12 Jahren im Himmel, oder wie der Originalton war, Mary Roth is my girl, she has been in heaven 12 years. Daraufhin ließ Lorenzi sich von Mary besetzen. Ab da erkannte sie, also Lorenzi, ihre Eltern nicht mehr, jedoch Familie Roth, deren Vater sie mit Pa und die Mutter mit Ma ansprach. Scheinbar hatte Mary Lorenzi aus ihrem Körper verdrängt. Wir hatten jetzt also quasi Lorenzis Körper, aber beseelt von der Persönlichkeit, dem Geist oder was auch immer von Mary. Mary stellte folgendes Angebot.
Sie würde den Körper von Lurency für 14 Wochen besetzen und wieder zu ihrer Familie, den Roths, ziehen. Und in dieser Zeit würde Lurency in der Geisterwelt von ihrer Krankheit geheilt werden. Es fiel verständlicherweise den Venoms schwer, doch als einzige Option für die Heilung ihrer Tochter stimmten sie ihr Angebot zu. Ich muss hier kurz einhaken, offiziell wird empfohlen, solchen Angeboten nicht zuzustimmen, weil, ich muss es jetzt leider so betiteln als Wissenschaftler, fällt mir schwer, der Glaube besagt, dass wenn man einer Entität zustimmt, irgendwo einzutreten, sei es ein Körper oder Gebäude, wenn es die Zustimmung hat, dann erlangt es auch die Macht in dem Sinne. Ob das jetzt natürlich irgendwie tatsächlich so ist, lässt sich nicht bestätigen, dazu gibt es einfach nicht genug Quellen. Deswegen sage ich bewusst Glaube. Ich wollte es hier allerdings nur mal am Rande erwähnen, falls irgendwer tatsächlich schon mal sowas gelesen hat, gehört oder tatsächlich vielleicht sogar erlebt hat. Also offiziell sollte man vermeiden, einer Entität den Eintritt zu erlauben, weil sie sich wohl gerne wohl verstellen mögen. Aber wie gesagt, das sind alles nur relativ lose Berichte. Ohne Garantie, das kann genauso falsch wie richtig sein. Aber auf der sicheren Seite ist man wahrscheinlich, wenn man nicht zustimmt. Allerdings hier in dem Fall, wenn das wirklich überzeugend Mary war, sage ich mal, und man nur das als einzige Option hätte, wenn ich mir die Situation versetze, ich hätte wahrscheinlich auch zugestimmt, muss ich gestehen. Trotz der etwaigen Gefahr. Weil der Gedanke wäre, wenn ich sie jetzt verliere, und nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr in der Psychiatrie, vielleicht auch noch auf grausame Weise, dann ist das zumindest eine Option, die irgendwo Hoffnung bringt. Von daher, hier kann ich es durchaus nachvollziehen. Aber ich schweife ab. Also, die Venoms haben zugestimmt. Punkt. Daraufhin zog Mary im Körper von Lurency bei den Roths ein. Spannend wird es aber jetzt. Ich meine, bis jetzt ist es ja einfach eine schöne Geschichte, aber wo sind die Beweise? Die fangen jetzt an. Denn es gab einige überzeugende Sachverhalte und Details, die das Mädchen wusste, und es war Lurency nicht möglich gewesen, diese selbst erfahren zu haben, da Lurency beim Tod von Mary gerade mal ein Jahr alt gewesen ist und sie daher nicht die Möglichkeit hatte einfach. Damals hatten einige den Verdacht gehabt, Lurency hätte die Besessenheit nur vorgetäuscht und die Geschichte von Mary gut recherchiert. Allerdings ist dies höchst unwahrscheinlich, wenn man die vielen genauen Angaben bedenkt, die nicht irgendwo niedergeschrieben waren. Lurency hatte nie zuvor Kontakt mit der Familie Roth und kannte diese folglich nicht. Und auch die Familie Venom selbst, also Mutter und Vater, wenn man so möchte, hatte auch keinen Kontakt zu den Roths gehabt. Sie kannten sie halt nur von Hörensagen, weil die Familie halt einen guten Ruf in der Stadt genoss. Als Mrs. Roth mitsamt ihrer anderen Tochter Minerva bei Familie Venom eintrafen, rief Mary im Körper von Lurency freudig aus: "Hier kommt Mama und Nervi!" Oder auf Englisch: "Hier kam Ma und Nervi." Beide hatte Lurency nie zuvor gesehen, hätte sie also auch nicht erkennen können. Nur Mary hatte den Spitznamen Nervi für ihre Schwester Minerva benutzt und seit 13 Jahren hatte sie so niemand mehr genannt. Drittens, sie kannte den genauen Aufbau des Hauses und ging liebevoll mit den Roths um, während sie die Venoms höflich, aber distanziert behandelte. Viertens, Mary traf auf eine alte Freundin der Familie Roth, die vor ihrem Tod eine Witwe war, und Mary sprach zu ihr: "Oh Mary Lord, du siehst so natürlich aus und hast dich am wenigsten von allen, die ich bisher gesehen habe, verändert, seitdem ich zurückgekehrt bin. Oh Mary Lord, im Englischen, you look so very natural and have changed the least of anyone I've seen since I came back." Was daran interessant ist, Mary Lord hatte jedoch ein Jahr nach dem Tod von Mary Roth wieder geheiratet und hieß gar nicht mehr Lord, sondern seither Mary Wagoner. Wahrscheinlich im Englischen Mary Wagoner. Fünftens, als zwei Nachbarinnen zur Familie Roth kamen, erkannte Mary den Körper von Lurency, diese sofort als Tante Parker und Nellie und fragte die beiden: "Erinnert ihr euch daran, wie Nervi und ich immer zu eurem Haus gekommen sind und gesungen haben?" Oder auf Englisch: "Do you remember how Nervi and I used to come to your house and sing?" Siebtens. Die Familie Roth wollte weitere Beweise dafür sammeln, dass es ihre Mary im Körper von Lurency war, weshalb sie einen Kopfschmuck aus Samt,
der ihrer verstorbenen Tochter einst gehörte, auf einen Hutständer platzierten, um zu sehen, wie sie reagierte. Als sie den Raum betrat, erkannte sie sofort ihren Kopfschmuck und sprach: "Oh, da ist ja mein Kopfschmuck, den ich getragen hatte, als ich kurze Haare hatte." Oder auf Englisch: "Oh, there's my headdress I wore when my hair was short." Achtens. Mary fragte auch nach ihrer Box voller Briefe, die sie vor dem Tod erhalten hatte. Mrs. Roth, also ihre Mutter, hatte diese aus emotionalen Gründen aufgehoben und übergab sie Mary, welche sich durch die Briefe wühlte und sprach: "Oh Mama, hier ist die Farbe, die ich zerfetzt habe. Warum hast du mir meine Briefe und Sachen nicht vorher gezeigt?" Oder auf Englisch: "Oh Ma, here's the color I tattered. Why did you not show me my letters and things before?" Ja, das mit der zerfetzten Farbe kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich das richtig übersetzt habe. Ich fand jetzt keine andere Übersetzungsmöglichkeit. Vielleicht ist es aber auch irgendeine Art Slang. Viele Leute hielten Mary bzw. Lorenzi für verrückt oder besessen. Manche sahen in ihr einen Engel, andere den Teufel. Unabhängig davon jedoch hielt Mary ihr Versprechen und nach einer sehr emotionalen Verabschiedung und dem Versprechen ihrer Familie Roth, immer nahe zu sein, verließ sie Lorenzis Körper am 21.05. wie versprochen. Dies geschah jedoch nicht spontan, sondern in einer mehrtägigen Übergangsphase, die wie eine Schizophrenie anmutete. Also, mal war Lorenzi, mal war Mary da, aber nach und nach hat Lorenzi wieder die Kontrolle bekommen. Als Mary nach einigen Tagen jedoch komplett verschwunden war und Lorenzi wieder die volle Kontrolle hatte, erklärte sie, dass es für sie so war, als wenn sie einfach lange geschlafen hätte. Lorenzi zog wieder bei ihrer Familie Venom ein und war komplett geheilt, blieb aber in Kontakt mit den Roths. Ihre Krankheit kehrte auch nicht wieder. Lorenzi heiratete später und bekam insgesamt 11 Kinder. Der Fall wird heutzutage oft als Schizophrenie angesehen, aber diese übereinstimmende Detailvielfalt zwischen Mary und Pseudo-Mary ist meines Erachtens, und Gott sei Dank bin ich auch nicht der Einzige, auch viele Kritiker, darunter durchaus angesehene Psychologen, ist einfach zu hoch, als dass Schizophrenie hier als Ursache zugrunde gelegt werden kann. Es ist ein sehr schweres Thema. Also lassen wir mal die Parapsychologie weg, bleiben wir bei der reinen Medizin und sagen, jedes Vorkommnis von mehreren Persönlichkeiten in einem Körper, wenn wir das so möchten, wird als Schizophrenie bezeichnet. Das ist natürlich an sich schon erstaunlich und etwas, was mir sehr schwer fällt zu akzeptieren. Mal davon abgesehen, wir verstehen ja nicht mal ein Bewusstsein im Körper, geschweige denn mehrere. Was die Sache für mich eigentlich nur so ist, als wenn man einfach nur versucht hat, eine Erklärung zu finden, die möglichst schnell ist und unplausibel für eine Behandlung hilft. Also zielgerichtet ist, aber nicht nach Ursachenforschung geht. Dann haben wir die Tatsache, dass diese Persönlichkeiten grundsätzlich komplett meist verschieden sind. Und oft ändern die sich auch nicht aneinander. Also da sind halt, was ist, Herr Meier und Herr Müller in einem denselben Körper und können verschiedenste Eigenschaften haben, verschiedene Angewohnheiten. Der eine ist meinetwegen Raucher, der andere nicht. Es können auch verschiedene Sprachen haben. Der eine ist Belgier, der andere spricht Deutsch. Also es ist Wahnsinn alleine fürs Gehirn, was das für eine Leistung sein muss. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstellen soll, und da spätestens da hört es auf, also wie gesagt, ich tue mich jetzt schon allgemein mit Schizophrenie schwer, das als rein medizinisches Phänomen zu sehen. Ich finde da die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich zwei Persönlichkeiten im Körper haben, deutlich wahrscheinlicher. Aber wenn wir das mal ausklammern und nur diesen Fall hier betrachten und sagen, jo, per Zufall hat sich jetzt eine Persönlichkeit im Geiste etabliert von Lorenzi, die dieselben Erinnerungen hatte wie die verstorbene Mary Roth, sich an die Details erinnerte und sich zu verhalten hat und sofort eine emotionale Bande zwischen der Familie Roth und sich aufgebaut hat. Also vorzustellen, dass sich das spontan per Zufall ergeben hat, also spätestens da muss ich leider sagen, bin ich raus. Man möge mich jetzt hier kritisieren, aber wie viel Zufall muss hier reinspielen, damit das stimmt. Also
Die Wissenschaft arbeitet normalerweise so, dass man grundsätzlich erstmal sagt, dass die einfachste Erklärung zu wählen ist. Und die ist tatsächlich wahrscheinlich und oft die richtige. Und es ist doch viel wahrscheinlicher, dass Mary hier tatsächlich in den Körper eingekehrt ist, als dass wir sagen, dass sich zufällig aus unbekannten Gründen eine Schizophrenie herausgebildet hat, welche zufälligerweise dieselben Eigenschaften und Erinnerungen wie die verstorbene Mary hatte. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich mir vorstelle, ich würfel oder hab Würfel für alles Mögliche, für die verschiedensten Erinnerungen, Emotionszustände, die 100 meinetwegen, und ich würfel da 20 Mal, um das alles hier zu erreichen, und muss quasi 20 Mal 100 in Folge würfeln, damit das zutrifft, dann kann das natürlich statistisch passieren. Das kann passieren. Aber es ist halt abartig unwahrscheinlich. Und deswegen behaupte ich, der Fall hier, egal wie man es betiteln möchte, hat weniger mit der klassischen medizinischen Schizophrenie zu tun, als tatsächlich mit irgendeiner Form von mehreren Persönlichkeiten in einem Körper, mehreren Entitäten, sei es Besessenheit oder was auch immer. Ja, und das soll meine Schlussabschätzung sein für den vorliegenden Fall und damit auch für die heutige Vorlesung. Wir können natürlich gerne in den Kommentaren das Für und Wider diskutieren. Gerne könnt ihr mir natürlich auch von euren Gedanken und Berichten schreiben. Alles kein Problem. Ich freue mich immer über jeden Kommentar und hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ein sehr spannender Fall meines Erachtens. Und wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo dalasst, die Glocke aktiviert, damit ihr auch immer seht, wenn ein neues Video kommt. Über Likes freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss!